Ich sage herzlich willkommen zur Logoversity, heute mit Ute und Philipp vom Jugendkulturzentrum Explosiv. Und es geht heute um Jugendszenen und Jugendkultur aus der Praxis. Und Philipp und Ute, danke schön, dass ihr heute echt für uns Zeit habt und dass ihr gleich zugesagt habt eigentlich. So voll spontan, weil es war eigentlich sehr kurzfristig. Und so, ja, wir sind dabei. Und ja, herzlichen Dank dafür. Ja. Ich möchte eigentlich gar nicht mehr viel sagen, sondern ich freue mich auf die Stunde. Ich hoffe, ich werde wieder viel Neues lernen, bin mir eigentlich sicher, und übergebe das Wort an euch. Und ja, ich bin gespannt und herzlichen Dank nochmal. Ja, danke für die Einladung. Muss ich auch sagen, nachdem ich recht spontan zugesagt habe, habe ich mir gedacht, da war ich wieder ein bisschen voreilig. Was machen wir jetzt mit dem? Habe mich dann mit der Ute zusammengesetzt und ja, es ist dann das rausgekommen, was wir heute präsentieren werden. Es wird leider, es heißt Berichte aus der Praxis, es wird mein Teil ein bisschen theoretisch werden, weil wir sollten uns kurz damit beschäftigen, was Szenen eigentlich ausmachen, damit wir wissen, über was wir nachher reden. Ja? Wird ein bisschen ein Hochschulvortrag, leider, ja. Angelehnt an Szenekonzept von Hitzl und Niederbacher, das mittlerweile in der vierten Auflage erschienen ist, weil ich auch glaube, mit dem kann man einigermaßen gut arbeiten und das erklärt auch diverse Punkte ganz gut, vor allem in Abgrenzung zur Jugendkultur. Ja. Das nur zu vorausgesetzt. Ja, das wird so mein Part am Anfang. Ich werde schauen, dass ich mich recht kurz halte, damit wir viel über die Praxis rein können, werde Praxisbeispiele gleich einbringen und bitte auch, wenn was unklar ist, gleich fragen, weil es kann sein, dass ein paar Sachen sehr kompliziert klingen und dann kann man es aber leichter erklären. Ja. So zu meinem Teil. Gut. Ute. Auch einen herzlichen guten Morgen von meiner Seite. Ich bedanke mich auch für die Einladung und freue mich, heute das Ganze mit euch zu machen. Ich mache das weniger theoretisch. Ich erzähle ein bisschen mehr aus der Praxis, damit wir das ein bisschen lockerer auch haben und nicht nur Vortrag. Aber wir machen das ganz locker lässig. Wenn ihr Fragen habt, einfach reinschreiben und wir können da ganz normal drüber quatschen. Und ja, legen wir los, hätte ich mal gesagt. Gut, dann versuche ich, was wir vorher versucht haben, nämlich die Bildschirmpräsentation mitteilen. So, wo war das nochmal? So, danke. Schau, jetzt zeigen wir das nicht mehr an. Wir schaffen das. Wir haben es vorher geschafft. Wir Wir haben es schaffen vorher das. geschafft, gell? Sicher. Da, jetzt habe ich es. Jetzt haben wir wieder das blöde grüne Kastel, gell? Das weg muss, sonst sehen wir es nicht. Dann Weil probieren wir es schaut gut nochmal. aus. Schon? Ja, probieren wir mal. Okay. Na, aber ich hab wieder das Kastel gehabt, das wir vorher gehabt haben, wo man dann die halbe Schrift nicht sieht. Jetzt haben wir es. Perfekt. Gut, ja, Jugendkulturen und Jugendszenengeschichten aus der Praxis. Wie gesagt, grundsätzlich Jugendkulturen, Jugendszenen sind im Schnitt, seit wann kann man davon sprechen? Ich sage einmal, ja, ist seit der Wandervogelbewegung im Endeffekt, ja, die ja, es damals gegeben hat, wo es halt darum geht, wo sie Jugendliche in Gruppen treffen und sie ganz wichtig auch abgrenzen gegenüber Erwachsenenkulturen, ja, die es halt gibt. Zieht sie dann rauf über bekannte Geschichten, Hippies, Punks, Mods, also alles, was es so gegeben hat. Wir werden heute uns ein bisschen dem Thema Metal annehmen, ja, und Breakdance-Szene, weil wir halt im Explo viel Leute haben, die aus der Metal-Szene sind und neuerdings auch seit einem Jahr eine Gruppe von ganz jungen Breaker haben, die teilweise erst 11 Jahre alt sind und sie einfach bei uns treffen und da halt auch ihr Ding machen. Genau. So, mal kurz, was heißt Jugendkultur? Dann Szene als Gegen- und vor allem Ergänzungsmodell und Beispiel aus der Praxis wäre so heute das Überthema. Eben Jugendkulturen. Wie ich gesagt habe, sind grundsätzlich bezeichnet man das alle kulturellen Aktivitäten und Sachen, die Jugendliche, die Kids machen, innerhalb einer bestimmten Kulturszene. Und jetzt sieht man schon, da kommt das Wort Szene schon rein. Es ist also, Szene ist quasi, also Jugendkultur wäre ein Unterteil von einer Szene, ja, wenn man es kurz fasst. Was ich auch schon gesagt habe, Etablierung einer eigenen Subkultur. Das ist ganz wichtig in Abgrenzung zu einer Erwachsenenkultur, sonst wäre es keine Jugendkultur. Und die Inhalte stehen oft den Sachen eben gegenüber, was die Erwachsenen machen, aber auch was andere Gleichaltrige machen. Ja? Das ist auch ganz wichtig, was sie dann vor allem, wo sie eben unterschiedliche Jugendkulturen wie Skater haben, können auch Mädler sein, müssen aber nicht, stehen dem vielleicht entgegen, ergänzen sie. Mädler sind meistens keine Raver, ne?
So als ganz klares Gegending gibt es auch Überschneidungen, klarerweise. Das werden wir dann auch beim Szene-Hopping sehen. Aber das wäre so ein Entgegending, ja. Oder es wird ironisch aufgenommen. Ich sage einmal, die ganze Hamburger Schule zum Beispiel und Tokotronic, die Sterne und so weiter, die haben ja ganz viel mit dieser Ironisierung, dieser Postmodernen gespielt, der Erwachsenenwelt und der anderen Kulturen, die um sie herum waren. Ja. Wichtig sind ganz wichtig, Ausgangspunkte sind immer irgendwelche Innovationen in meistens Musik, ja, vor allem neuerdings in Moden. Sollte man zum Thema Mode einfallen. Ja, hätte ich jetzt Mods gesagt, aber das hat auch was mit der Musik zu tun gehabt, aber da war schon ganz klar, da gibt es einen eigenen Modestil, den man sich dann angeeignet hat. Oder Attitüden, ja, Einstellungen. Also natürlich zum Punk gehört auch ein gewisses Aussehen grundsätzlich, aber eigentlich geht es da noch viel mehr um eine Haltung. Oder in der Hardcore-Szene geht es viel weniger um, da gibt es schon diverse Codes, wie man ausschaut, aber da geht es viel mehr um eine interne Haltung. Da ist man oft vegan, da ist man oft straight edge nur zusätzlich, ja. Das wäre so die Attitüde, um die sich was herumbildet. Dann natürlich Gruppensymbole. Ja. Man muss sie nach außen abgrenzen, um eine gewisse Szene, eine Kultur zu sein. Hat eigene Sprachen, Gruppensymbole und Codes. Ja. Also bekannt jetzt in der Metal-Szene wäre wahrscheinlich ja, der Heavy Metal Gruß, ja, diese, die auch Pommesgabel genannt in Deutschland oder Teufelszeichen, je nachdem. Bitte nicht so machen, weil das wären dann die grauen Wölfe. Da sollte man bei Konzerten aufpassen. Ja. War jahrelang einfach das, mit dem man Bands begrüßt hat. Deswegen hat sich das so etabliert, dass sie auch teilweise Leute aus der Metal-Szene so grüßen auf der Straße. Ja? Genau. Und es entsteht so ein bisschen ein Kultcharakter bei manchen Jugendkulturen. Ja? Dass man halt wirklich so, also nicht, ein Kult wäre zum Beispiel jetzt, das wäre gleichzeitig auch ein Eventort, aber ein Kult wäre zum Beispiel das Wacken-Festival für die Metal-Szene. Ja? Das ist schon fast wie ein Wallfahrtsort ist, wo man hinpilgert. Ja? So gesehen. Was auch ganz stark ist, das ist aber auch bei Szenen, es gibt eine Kommerzialisierung. Irgendwann springt die Wirtschaft oder springen Sachen drauf auf und es gibt Metallica leider beim H&M, ne? Das wäre jetzt Kommerzialisierung. Eigentlich ist es aber auch schon Kommerzialisierung, wenn eine Band eine Platte rausbringt, ne? Weil damit hat sie schon ein Produkt, das sie verkauft, ja, wenn man es ganz streng sieht. Ja? Allgemein versteht man aber natürlich die Großvermarktung und Ausschlachtung, da könnte man ganz klar wieder Wacken als Beispiel bringen, ja. Das bitte auch nicht falsch verstehen, ich bin jetzt nicht gegen Wacken, ja, aber das kann man auch wirklich als gutes Beispiel, weil es halt so weltbekannt ist, auch außerhalb der Metal-Szene, das kennt echt fast jeder, ja, das ist, findet im Falle Stau statt. Das ist natürlich die Reinkommerzialisierung von der Metal-Szene, ja, weil es da viel um Konzerte geht, aber da gibt es ja mittlerweile schon ganz viel drumherum, ja, was da mitspielt. Durch die Kommerzialisierung kommt zwar zu einer Ausdifferenzierung und zu einer Art Mutationsdruck, habe ich es einmal genannt, also das Wort habe ich mir jetzt einfallen lassen, das steht nicht in irgendwelche Forschungsdinger, weil natürlich Szenen dann sich noch weiter unterteilen, weil sobald es irgendwie zu mainstreamig wird, da hätte man das vorher, es muss eine Abkehr, eine Gegenposition zum Mainstream sein, sobald jetzt, ich sage mal, die große Metal-Szene zu Wacken wird, fängt es im Underground an, sie auszudifferenzieren. Dann gibt es eine Doom-Szene, dann gibt es eine Black-Metal-Szene, dann gibt es eine Schlag-mich-tot-Baby-Metal-Szene, ja, die ja, da lacht die Ute, ist klar. die sie dagegen steuern und sagen, wir sind jetzt aber das Echtere, wir sind das Bessere, wir treffen uns nur mehr so, wir sind viel kleinere Gruppen und dadurch gibt es immer Aufsplitterung in ganz viele Subkulturen und Subszenen. Ja? Also gerade beim Metal sieht man das gut. Muss ich sagen, da kenne ich mich halt auch relativ gut aus, weil ich selber in der Szene unterwegs bin. Kann ich jetzt für andere Szenen gar nicht so sagen. Ja? Wäre spannend, ob da von den Zuhörerinnen und Zuhörern was wissen drüber. Und es ist ein bisschen eine Fetischisierung, weil halt durch diverse Moden, diverse Symbole, die man hat, dieser Kultcharakter entsteht und das auch so ein bisschen was wird, wie was man halt vor sich hertragt als höhere Instanz. Ja? Also ob es jetzt diverse Kleidungsschichten sind, ob es ist, dass man halt Lederarmbänder mit Nieten hat, die man irgendwie als Fetisch hat, was auch immer. Ja? Ja, was auch wichtig ist, klarerweise, weil die Leute dann sich denken, naja, Jugendkultur, Metal, Punk, ich kenne ganz viele Erwachsene. Ja, das ist es. Man kann im Endeffekt heutzutage nicht mehr von Jugendkulturen oder reinen Jugendszenen sprechen, weil ganz viele von diesen Dingen eben ins Erwachsenwerden übergehen und wo die Leute dann halt einfach auch als Erwachsener trotzdem diesen Szenen treu bleiben. Ja? Vielleicht nicht mehr so enthusiastisch wie als Jugendliche, aber sie sind trotzdem dabei, sie fahren auf Konzerte. Sie tragen vielleicht auch noch Bandshirts, ja, nicht in der Arbeit, aber
privat zumindest, ja. Also ich habe zum Beispiel den Vorteil, ich habe bis jetzt in jeder Arbeit, die ich gehabt habe, einfach anziehen können, was ich wollte. Bei öffentlichen Terminen tue ich es natürlich nicht, ja. Aber ist halt so, ich kann jeden Tag mit Bandshirts rumlaufen, wenn ich Bock drauf habe, ja. Wodurch ich natürlich auch sage, wo ich hinkehre, ja, und das andere auch erkennen können. Ja. Es ist ganz viel, Jugendkultur und Szenen, geht es ganz viel um Lebensgefühl. Ja. Da geht es um einen Style, der verkauft wird, der vermittelt wird, wo man sich dann auch wohlfühlen kann. Das wird dann auch bei Szene kommen. Ja. Also das wirklich, wo das Lebensgefühl am Mittelpunkt bildet. Und was dann auch wichtig ist, es hat das mit Erwachsenwerden zu tun, es steigern sich natürlich die Organisationsformen und die Ressourcen, weil wenn Erwachsene im Spiel sind, die haben andere Ressourcen, rein materiell gesehen, geldmäßig, damit kann eine Szene sich ganz anders ausgestalten. Ich sage jetzt mal in Richtung Konzertveranstaltung zum Beispiel, als wenn es jetzt nur Jugendliche sind, die halt klassisch weniger Geld haben. Ja. Und da kann es aber auch zu Verständnisbrücken kommen, wo die Generationen voneinander lernen. Ja. Das ist schon ein großer Vorteil. Ja, Szenen zur Ausdifferenzierung. Hitzler und Niederbacher sagen ganz nett, es sind postmoderne Formen der Vergemeinschaftung. Was heißt das? Grundsätzlich ist es so, dass sie jetzt Jugendliche, wenn sie sich in Szenen treffen, früher hat man sie, die Gwandervogelbewegung, man kann auch sagen Freiwillige Feuerwehr, Jungschar, Kirchenjugend, früher hat man sie mehr in solchen klassischen, Gruppen? Ja, danke, Gruppen, ja, Gruppen ist schon mal gut. Ich wollte jetzt nämlich als Gegensatz zur offenen Jugendarbeit, gibt es die verbandliche Jugendarbeit, verbandlich, das habe ich gesagt, in solchen Sachen, die strukturiert waren. Ja, das war ganz klar vorgegeben, da gibt es ein Konstrukt und da kann man dann als Jugendlicher teilnehmen. Und das löst sich durch Szenen aber auf, weil Szenen durch Interaktion immer wieder hergestellt werden und durch das, dass man sie eben trifft und sich den Rahmen selbst ausmacht. Ja, das ist der große Unterschied zu den Sachen, die es vorher gegeben hat. Ja. Dass man selbstbestimmt in seiner Szene mitarbeitet und das immer wieder zur Interpretation freigibt. Was einen fließenden Ein- und Ausstieg möglich macht. Wenn ich in einer Gruppe bin, in einem Verband bin, in einem Verein bin, der vielleicht sogar einen Mitgliedsbeitrag verlangt, werde ich so einen Ein- und Ausstieg vielleicht schwieriger haben. Beim Einstieg, da gibt es dann ganz andere Hürden. Beim Ausstieg muss ich vielleicht mir mal abmelden, also es wird halt irgendwie komplizierter. Oder es gibt Sanktionen, ja, es gibt ja Gruppen, du darfst überhaupt nicht, jetzt ganz blödes Beispiel, Bikerclubs, ja, Hells Angels, Red Dogs, da wird man sich beim Ausstieg eher schwer tun. Oder Skinhead-Szene, ja, da gibt es ja auch ganz viele Aussteiger, die da ewig nicht rausgekommen sind, weil es halt wirklich Sanktionen, die bis zur Bedrohung, du musst umziehen und die bringen der Familie umgehen. Das hast du jetzt so bei normalen Jugendszenen Gott sei Dank nicht, ja. Jetzt sagt die Susanne Schackel-Scharif, das ist eine steirische Forscherin, eine Soziologin, die in Metal Studies, ist noch kein wirkliches wissenschaftliches Fach, aber es gibt vor allem Anthropologen, Soziologen, Pädagogen, Pädagoginnen, die drüber schreiben und da gibt es ein eigenes Subding, da gibt es eben die Sarah Chaka, Immanuel Trummer und die Susanne Schackel-Scharif, die im deutschsprachigen Raum recht viel schreiben. Die Susanne sagt, in der Mädelszene gibt es schon Sanktionen, weil, wenn du jetzt aussteigst, du verlierst halt wahrscheinlich deinen ganzen Bezugs- und Freundeskreis, wenn die drin bleiben. Also das wäre dann eine Sanktion. Ja. Die Sarah Chaka sagt, na, gibt es so nicht, ja, weil du hast wahrscheinlich noch andere Strukturen, in die du drin hängst und der Freundeskreis besteht ja nicht nur aus beinharten Metal-Hörerinnen und Hörern, sondern du hast ja auch noch andere Interessen meistens mit denen. Ja. Aber das wäre so, da ist sich die Wissenschaft jetzt auch nicht ganz einig. Ja. Aber grundsätzlich fließender Ein- und Ausstieg. Ich kann von einer Szene in die andere fließen. Ich kann heute einmal bei den Skatern vorbeischnuppern. Ich kann morgen vom Metalcore-Konzert gehen, vom Metal-Konzert gehen und es wird nichts passieren. Und ich kann vor allem die Codes relativ schnell erlernen. Ja? Das wären dann ein paar Merkmale von Szenen. Ja? Wie schon gesagt, das sind Gesinnungsgemeinschaften. Da treffe ich mich mit im besten Fall Gleichaltrigen, weil die meisten, gerade im Metal, werden so mit zwischen 11 und 15 irgendwann einmal im Schnitt das zum Hören anfangen. Kann ich mich umschauen, wo gibt es in meiner Stadt Leute, mittlerweile auch im Internet, ja, es gibt ganz viele Foren, wo treffe ich mich mit Leuten, die auf Ähnlichem drauf sind, die gleich denken. Ja. Dadurch ergibt sich natürlich ein fokussiertes soziales Netzwerk, das heißt, es geht um irgendein Issue und das Issue ist beim Metal einfach Musik und der Lifestyle. Ja. Da geht es um das, was ich gern höre und dann gibt es halt die Unterszenen, höre ich gern Power Metal, höre ich gern Black Metal, Thrash Metal, was auch immer. Grundsätzlich werde ich mal mit allen auch in den übergeordneten Instanzen unterhalten können, wenn ich ein gewisses Basiswissen habe. Ne? Und da kommt nochmal das, was ich vorher gesagt habe mit der Herstellung von Szenen. Sie sind eben kommunikative und interaktive Gesinnungsformen oder Gesellungsformen. Teilzeit. Weil, auch wenn ich vorher gesagt habe, ich habe
den ganzen Tag Metal-Shirts an, ja, oder so. Ich habe einen anderen, ich bin ja trotzdem in meinem Job ein anderer, als ich der Philipp auf dem Konzert bin. So grundsätzlich, ja. Ein bisschen. Deswegen Teilzeit. Das heißt, es ist nicht Live-Spawn übergreifend 24-7, sondern du kannst das Ding auch ablegen und hast auch noch andere Interessen. Oder ich habe zum Beispiel auch das Interesse klassische Musik. Ja? So als Beispiel. Dann ist das auch ein Teilzeitinteresse von mir, wo ich mich auch mit ganz anderen Leuten treffe. Ja? Das wird so damit gemeint. Soziale Verortung, das habe ich vorher gesagt, eben mit, dass sie Leute treffen, sie da auch selbstbestimmt drinnen bewegen können und ja, sie einen Raum geben. Ja? Der muss jetzt nicht unbedingt in real sein, der kann auch mittlerweile natürlich virtuell sein, dieser Raum. Man weiß zumindest, man ist sozial in der weltweiten Szene verortet, ja? Und kann sich da mal daheim fühlen. Eigene Kultur, das haben sie natürlich mit Jugendkulturen als übergeordnetes Ding gemeinsam. Es gibt die Symbole, Rituale und das Know-how. Ja? Ritual wäre zum Beispiel zum Konzert gehen. Ja? Kann ein Ritual sein, wie eine Kulthandlung. Und Know-how ist halt, das hat, wie mein Backerwert geschrieben hat, eine interviewte Person ganz gut gesagt, so, du bist in der Metal-Szene sofort daheim und die ist sehr, heißt dir willkommen, aber du solltest vielleicht schon im Namen von den ersten vier Metallica-Alben wissen, weil sonst ist das nicht ganz so klasse. Ja? Das ist mit Know-how gemeint. Ja? Also ein bisschen ein Grundwissen wird schon vorausgesetzt, aber das Know-how kann man sich ja außerhalb der Szene anlernen. Ja? Das heißt, ich kann schon daheim einmal für mich selbst, ohne dass ich noch irgendwo hingegangen bin, Dinge lernen und werde dann, wenn ich das erste Mal auf andere Leute trifft, die gleich drauf sind, das schon wissen. Ja? Das ist auch ein großer Vorteil, dass ich das nicht in der Szene erst lernen, sondern das kann ich schon außerhalb für mich selbst machen. Ja? Typische Treffpunkte, das ist natürlich für Szenen auch ganz wichtig. Ja? Ein typischer Treffpunkt wäre jetzt zum Beispiel, ist Jugendkultur zu einem Explosiv, ja? Wenn wir in Graz sind, das kann aber ist BPC sein, das kann, also Orte, wo Konzerte stattfinden, ja? wo was hergestellt wird, eventmäßig, das kann aber ganz normal sein. Ich habe da gestern mit meinem Monatskollegen noch voll lang geredet, einfach so Jugendtreffpunkte, die man halt hat. Ja? Und das kann sein, wo ich herkomme, aus der Südoststeiermark. Das kann sein, dass man sich in der Au bei einem gewissen Bauwerk trifft und das ist dann ein typischer Treffpunkt, weil ich weiß, am Samstag um 18 Uhr sind alle, die gleich drauf sind, dort. Ja? Das wäre ein Szene-Treffpunkt. Also wie gesagt, das muss gar nicht irgendwas Großartiges sein, das muss kein Gasthaus irgendwas sein, aber man weiß, da trifft man Leute, die ähnlich ticken und dann hat man das so als Szene-Mittelpunkt. Das ist auf jeden Fall ganz wichtig. Ja? Kann natürlich in der heutigen Zeit und mit Lockdowns auch im Internet stattfinden, ja? Dass man weiß, dieses Forum gibt es, im Internet, wo man sich trifft, oder auf Facebook gibt es ja Gruppen, wo man halt regelmäßig sich austauscht, oder wir haben ein Internet-Event, jeden zweiten Sonntag im Monat reden wir 3 Stunden über die aktuellsten Alben, auf Zoom, auf Jitsi, wo immer. Ja? Das könnte auch ein Treffpunkt sein. Ja? Netzwerke von Gruppen, das ist eh klar, das hat sich aus dem schon ergeben, was ich vorher gesagt habe, wo eben diese Kleingruppen dann aber übergeordnet auch wissen. Also die Grazer Szene ist zum Beispiel mit der Wiener Szene auch gut vernetzt. Ja? So, oder da weiß man zumindest noch, wo sind die typischen Treffpunkte in Wien. Muss ganz ehrlich sagen, in Berlin tue ich mir dann schon schwer. Da weiß ich, wo die Treffpunkte sind, aber ich kenne die Gruppen nicht mehr so. Ja? Das heißt, je weiter die Gruppen auseinander sind, umso weniger ist natürlich das spezifische Wissen untereinander. Ja? Aber man weiß auf jeden Fall, es gibt ein weltweites Netzwerk von Gruppen. Und vororganisierte Erfahrungsräume, das meint Events, Konzerte, Veranstaltungen, ja, die hergestellt werden, wo man hingehen kann und sie trifft und dann halt gemeinsam Szene herstellt. Ja. Damit kommt es natürlich auch Organisationseliten, ja, das klingt hart, das ist halt der wissenschaftliche Begriff, den die zwei Autoren verwenden, weil Elite halt immer gleich so sowas, ja, hochnäsiges vielleicht Ding mitschwingen lässt. Aber grundsätzlich geht es einfach darum, es bilden sich in den meisten Szenen einfach Leute heraus, die, wie wir vorher gesagt haben, wenn sie zum Beispiel erwachsen sind, über mehr Ressourcen verfügen, die mehr Know-how haben, die wen kennen, der in einer Band spielt und dann organisieren die quasi diese typischen Events, über die wir vorher geredet haben. Ja. Im besten Fall, also man darf sich das so vorstellen, als Szene ist in der Mittelpunkt sind diese Eliten, ja, oder die Organisatoren. Rundherum ist noch der Freundeskreis von denen und außen herum ist die restliche Szene, ja, oder die Fans. Ja. Und oft ist es so, dass diese Organisationsmenschen irgendwelche Benefits zusätzlich davon haben. Ja? Ich stehe auf einer Gästeliste. Ja? Oder ganz klassisch bei den Raves, wie Rave dann sehr kommerziell geworden ist, da hat es dann keine einzige Veranstaltung mehr gegeben, was nicht eine VIP-Lounge gegeben hat. Ja?
Und am Anfang war das einfach, man trifft sie in irgendwelche aufgeschlossenen Bunker, in irgendeinem Steinbruch und Freund unter Musik. Und da war das nicht so wichtig. Und mit der Ausreifung und Differenzierung dieser Szenen bildet sie dann sowas heraus. Ja? Auf dem Metal umgelegt, also VIP-Blanchen gibt es jetzt bei den Konzerten nicht, aber natürlich, wenn man wen kennt, steht man eher mal auf der Gästeliste oder man kann einmal Backstage ein und mit der Band quatschen, man kriegt das Bier billiger. Also das sind schon diese Benefits, die wir hier auch hätten, ja? Vom Ding her. Was aber ganz cool ist natürlich, weil diese Organisationseliten das ja teilweise ja nicht für Geld machen, sondern einfach, weil sie was in die Szene zurückgeben wollen. Das hat es auch ein bisschen, glaube ich, so mit dem Bank gemeinsam, da kann mich dann gern der Romeo als Experte, was Bank betrifft, ausbessern, aber dass schon da Leute in der Szene sind, die einfach das, was sie von der Szene gekriegt haben, gern in die Szene zurückgeben wollen und deswegen einfach Konzerte organisieren, ja. Oder gratis arbeiten für einen Veranstalter, ja, weil sie einfach an dem Ganzen teilhaben wollen und was herstellen wollen für die anderen, damit die das auch genießen können. Und es ist quer zu anderen Gesellungsformen und Gebilden. Auf gut Deutsch gesagt, das ist das, was ich vorher gesagt habe, es läuft nicht so wie eine Normalbiografie ab. Ja? Das heißt, ich bin nicht 24 Stunden Philipp Weinberger Slayer-Fan, ja? Sondern ich habe noch ganz andere Patterns. Und das war bisher halt ganz viel nicht so in anderen Gesellschaftsformen, sondern das war sehr klar durchstrukturiert und bei Szenen ist das anders. Ja? Die sind quasi, wenn ich es dreidimensional sehe, liegen die halt ein bisschen quer im Raum drin zu anderen Dingen, weil ich halt auch ein- und aussteigen kann. Aus meinem normalen Leben kann ich schwer ein- und aussteigen, weil das war es dann halt, wenn ich ausgestiegen bin. Aber da kann ich mich eben neu finden, anders finden und mich jeden Tag auch ein bisschen ja selbst erfinden, auch wenn es sein muss. Ja? Und deswegen ist das halt was Spezielles. Gerade wenn man auf die Lab-Szene schaut, also so Roleplay-Light oder auf die, da ist die Ute, kennt sie da ein bisschen aus. Hilf mir kurz, wie heißen die, die sie anziehen wie Comicfiguren? Cosplay. Ja, genau, Cosplay, danke. Ute ist mein Gehirn, das ist ganz großartig. Cosplay, genau, wo man es ganz aktiv sieht, dass die wirklich cool aus dem Realleben auch raussteppen, weil die gehen natürlich nicht zu McDonalds arbeiten und haben dann ein Pikachu-Kostüm an. Ja? Das machen sie nur auf speziellen Events, wo man sie trifft und wo man diese Szene herstellt. Ja? Deswegen quer zu normalen Gesellschaftsformen. Und dann gibt es noch Erlebniselemente von Szenen, aber das ist jetzt nur rein aus wissenschaftlicher Betrachtung, das fasst quasi das zusammen, was ich vorher gesagt habe. Wir haben den thematischen Fokus, ja? Also um was geht es in der Szene, wir haben die Einstellung und die Motivation, eben warum will ich dabei sein, höre ich einfach nur gern die Musik, will ich was organisieren. Es ist auf jeden Fall ein Lifestyle, ja? Ganz viel mit Gewand, Gewand, Schmuck, diverse Sachen, wie mein Haar trage. Ja? Also zum Beispiel auch, du musst an einem tätowierten, bärtigen, langhaarigen, wirst jetzt keinen Mettler mehr erkennen. Ich kann so, wie ich ausschaue, könnte jetzt auch auf eine Antifa-Demo gehen. Mittlerweile, oder ganz schlimm, ich kenne aber der AfD mitlaufen und das wird mittlerweile kaum mehr auffallen. Das heißt, du musst natürlich die Symbole und den Lifestyle ausdifferenzieren. Ja? Und da ist dann schon zum Beispiel ein Bandshirt ein ganz eindeutiges Benchmark, wo du eben dazugehörst. Ja? So vom Ding her. Treffpunkt und Events haben wir gesagt, die ganz wichtig sind eben. Medien, genau. Die meisten Szenen haben grundsätzlich irgendwie Medien. Das muss jetzt nicht klassisch eine Zeitschrift sein, wie man es kennt, das kann Internetseiten sein. Ja? Also da kann man wirklich mittlerweile alles mitdenken. Blogger, die Mountainbike-Szene, die machen ganz viel nur über Blogs und über YouTube-Videos. Ja? Ist auch ein Medium, das man nutzen kann. Ein Flyer, ja? Ein klassischer, ist im Endeffekt ein Medium, das mir halt sagt, an dem Tag wird dort und dort ein Event stattfinden. Ja? Also da muss man wirklich alles mitdenken, was irgendwie Aufmerksamkeit herstellt und eine Werbung, irgendeine Präsenz für die Szene zeigt. Natürlich sind die historisch gewachsen. Sie orientieren sich vor allem an Trends. Ja? Also jede Szene ist natürlich, geht mit der Zeit und bewegt sie und entwickelt sie. Ja? Sie hat die fixen Strukturen und die Relations. Das ist das, was ich eben gemeint habe mit, es gibt eine Grazer Szene, es gibt die Leibnizer Szene, in Berliner Szene, weltweit, die gut vernetzt ist. Ja? Allgemein so szenenübergreifend. Genau. Das war es jetzt einmal so rein theoretisch mit ein bisschen immer Einwürfen aus dem Kurz, was heißt das für ein Metal, weil wir gesagt haben, wir werden ein bisschen drüber reden. Und ich würde dann an die Ute übergeben und wir schauen einmal an, was sie uns berichtet, weil wir haben uns nur grob ausgemacht, was jeder sagen wird und sind dann, glaube ich, noch offen für eine Fragerunde oder für den Austausch. So. Ja, perfekt. Sehr gut. Also ich mache das Ganze jetzt ein bisschen aus Geschichten vom Explosiv und wie die Erfahrungen sind.
Man muss sagen, das Explosiv wird jetzt im nächsten Jahr 34 Jahre alt. Es hat einfach eine lange Geschichte und wir haben Generationen, die mittlerweile vielleicht nur bei uns auf der Bühne stehen, die aber mittlerweile ihre eigenen Kinder als Teenager wieder bei uns im Jugendzentrum haben, die wieder neue Einflüsse mitbringen. Dann stehen Mama, Papa vielleicht auf der Bühne, spielen Rock, sie hören gern Electronic. Es vermischen sie die Genres. Das ist allgemein sehr interessant, was früher eigentlich immer ganz oder sehr strikt getrennt war bei den Genres, wo man sagt, du bist Metal, das ist true, das ist wichtig und dann hört man keinen Pop und dann hört man keinen Rap. Mittlerweile hat jede Musikrichtung quasi Crossovers. Es gibt von Beispiel 90er Limp Bizkit die Einflüsse von Rap zusammen mit der Rockmusik, mit Metal, wo man das Ganze vermischt. Interessant ist es auch, das Ganze zu beobachten dann mit der Kleidung. Früher war das einfach ein Rebellionssymbol. Bunte Haare, Piercings, Tätowierungen, durchlöcherte Jeans, Springerstiefel, all diese Sachen, die halt einfach ein Merkmal schon für eine ganze Szene und die Zugehörigkeit einfach dargestellt hat. Mittlerweile, wenn jemand mit 1,50 groß mit einem X-Large-Shirt und einem verkehrten Käppi rumläuft, heißt das nicht automatisch, er ist in der Hip-Hop-Szene unterwegs. Das kann genauso sein, dass es Nu-Metaler ist, der vielleicht die Einflüsse vom Hip-Hop mag, aber eigentlich in ganz andere Richtungen geht. Es ist in der Hinsicht gar nicht mehr so zuordnenbar und man kann gar nicht so sehr mit der Kleidung rebellieren. Interessant ist es gerade bei uns zu beobachten, wenn die Jugendlichen einfach so kommen, gerade Beispiel im Metalheads, sie kommen schon mit dem Bandshirt und so weiter, um den Musikaustausch zu haben. Was aber bei den Konzerten ist, da haben sie dann zum Teil wirklich auch schon mit 12, 13 Jahren ihre eigene Battlevest, also wirklich die Kutte mit den Badges drauf, wo sie sagen, worauf stehe ich, was sind die Bands, die ich mag, um das gleich ein bisschen zu zeigen. Man kommt viel schneller ins Gespräch, wenn man schon sieht, du hast einen Slipknot-Patch, cool, hast du schon mal live gesehen. Man kommt einfach auch schneller in das Gespräch, wenn man diese Zugehörigkeit einfach gleich ein bisschen mehr präsentiert. Finde ich ja immer sehr spannend, aber sie gehen zum Beispiel mit dieser Kutte dann auch nicht wirklich in die Schule. Das ist dann eher so eben dieses spezielle Event, dieser Treffpunkt, wo man sagt, heute ist der Tag, heute mache ich mich ein bisschen schick, heute richte ich mich her für das Event. Mittlerweile ist es auch ganz, ganz interessant. Wir haben vor kurzem im Oktober auch eine Veranstaltung gehabt mit 4 Bands, die alle im Metal waren, aber alle mit verschiedenen Einflüssen, wo zum Beispiel eben auch von Rap die Einflüsse mit dabei waren auf der Bühne. Da waren alle auf der Bühne nicht älter als 25 und dementsprechend sind die ganzen Schulkolleginnen und Schulkollegen gekommen. War natürlich voll schön zum Anschauen, weil viele haben mit der Szene gar nichts zu tun gehabt, haben sie aber extra dafür hergerichtet. Das war zum Teil ein bisschen schon wie Halloween oder sonst was, aber da haben sie halt geschaut, dass extra nur ihre Nieten anbandeln und sonst was, irgendwas, dass die Szene einfach eindeutig identifiziert und präsentieren kann, einfach anziehen, mitnehmen, um einfach ein Teil davon zu sein an diesem Tag und einfach zu unterstützen und zu supporten. Und das ist echt interessant, eben wie wir vorher eben schon gehabt haben, dieses Szene-Hopping, weil die Bedürfnisse wechseln sie ab, eben für den Spaß und allgemein die Selbstdarstellung, die kann immer variieren. An dem einen Tag möchte ich mich so präsentieren, an dem anderen Tag einfach so. Ist einfach wirklich, wirklich lustig, weil dann sind sie beim Hip-Hop-Training dabei, das nächste Mal beim Metalcore-Konzert bei uns in der Halle. Ich würde auch gern dazu jetzt den Bildschirm teilen. Ich habe einfach ein paar Fotos von unserer Flickr-Seite, die ich gern zeigen würde. Ich hoffe, es funktioniert. Ja. Und ich habe jetzt absichtlich einfach nur Bilder hauptsächlich von der Bühne oder von Workshops genommen, damit im Performen auch ist. Und die Fotos, die dürfen auch gezeigt werden. Die sind alle auf unserem Flickr-Account. Und man sieht es eh. Also zum Beispiel, das war ein Hip-Hop-Tanz-Auftritt von einem jungen Mädel. Die hat halt natürlich die Hip-Hop-Kleidung trotzdem als Symbol. Da ist das Cappy, die lockere Jean. Alles, wie man es halt präsentiert, wie man es zeigt, eben von Graffiti-Schriftzügen auf dem Kappel, die Sneaker, das identifiziert einfach die Szene. Dann allgemein auch vom Hoopdance-Workshop zum Beispiel bei uns, der regelmäßig stattfindet von meiner Kollegin, sind auch alle Altersgruppen dabei, man kann sie ausprobieren. Auch gemeinsam mit Erwachsenen oder sagen wir gar nicht Erwachsenen, sondern mit erfahrenen
Leuten einfach mal austauschen und einfach mal ein paar Tipps einholen. Was auch ganz wichtig ist, gerade bei uns, wir sind es da auch mit einfach ein bisschen probieren. Und das ist zum Beispiel eh ein Konzert eben von einer Jahresfeier von uns, die veranstaltet seit Jahren. Da sind auf der Bühne Leute von 12 bis rund 60 Jahren dabei, alles querbeet. Und das Coole ist, da kommen die Kids dazu und sagen, mal lässig, ich habe heute wieder was Neues gelernt oder möchte einfach mitmachen und mitsingen, performen und tausche mich aus über die Kultur. Ich habe aber andererseits, so wie wir das als Brücke in der Jugendarbeit sein, nicht nur dieses Schülermeister-Ding mit, ich komme hin und meine Jugendarbeiterin erklärt mir einfach alles, so schaut das aus, sondern es ist so, zeig mir deinen Song, ich zeig dir einen von mir. Und man zeigt sich gegenseitig neue Dinge, erweitert den Horizont, kann sich einfach weiterbilden in alle Bereiche und sagen, hey, das gefällt mir nicht. Und sie einfach selbst für mich entdecken. Das merkt man auch vor allem bei uns im Online-Jugendzentrum sehr. Das ist eh ein ganz großer Punkt. Da ist es gar nicht so die Szene-Zugehörigkeit, wo die Jugendlichen zusammenkommen, sondern da ist es eigentlich mehr momentan so, der gemeinsame Nenner, das gemeinsame Leid mit einfach, wir sind ein bisschen eher traurig, wir haben gerade einfach nicht so den Anschluss, sind aber alle am Jugendzentrum vor Ort, wo das wir gerade nicht besuchen können, hupfen auf den Servern herum, aber man tauscht sich halt aus, worauf stehe ich, worauf stehst du, was sind irgendwie dann unsere Gemeinsamkeiten und dann probiert man halt einfach aus und sagt sich einfach gegenseitig was, lernt permanent was Neues dazu. Und kann sich einfach selbst viel mehr entdecken. Also das ist einfach was ganz Spannendes, das im Online-Betrieb sehr, sehr cool zum Anschauen ist. Bei dem Foto sieht man es eh ganz gut, dass ich zeige eben, es war gerade noch zu einer Uhrzeit, wo es noch nicht so spät war, aber die Kids eben noch dabei waren und eben eh alle brav mit den Kopfhörern, aber wurscht, ob das jetzt Mama oder Papa auf der Bühne ist, sie sind vorne mit dabei, sie hopsen auf die Bühne rauf, tanzen mal mit, oder sie stehen nur beim Bühnenrand und schauen einfach mal, was da passiert und feiern mit in allen verschiedenen Altersgruppen. Und da haben wir eh, das ist eben ein Gruppenbild von den Expo Allstars, wo man in der vorderen Reihe sieht, da sind von 8 bis 14 Jahren in der Mitte alles vertreten, die einfach dabei sein wollen und das gemeinsam teilen. Wir haben sowieso gerade im Kunstbereich und im künstlerischen Tanzbereich und so natürlich sehr viele verschiedene Altersgruppen mit sehr jungen Mädels und Jungs, muss man sagen, auch im Tanz, was sehr spannend ist. Und eben da, das ist das Bild von der Veranstaltung, die ich erwähnt habe mit der Metal Party vor kurzem. Und da sieht man es zum Beispiel bei der Kleidung auch. Keine sagt jetzt wirklich, ich bin Metal. Oder so, weil sie das einfach alles ein bisschen verschwimmt und zusammenkommt, was es aber wieder so sympathisch macht, weil es ist nicht nur, wenn ich eben dieses Slipknot-Shirt oder was auch immer anhabe, nur dann bin ich Metal, sondern ich kann genauso mit einem Hawaii-Hemd dastehen und es ist genauso okay. Das macht das Ganze auch wieder mal belebter und einfach wieder ein bisschen freier. Ich beende schon mal die Fotos, das war's mal mit den Bildern. So. Ja, und eine Sekunde, so, eben, wie wir schon gesagt haben, dieses ganze, diese Selbstbestimmung, du kannst immer ein- und aussteigen bei diesen Szenen, hat der Philipp eh vorher schon gesagt, es ist halt nicht so wie eben bei einer Religion oder bei einer Politik, wo du nur einer Sache zugehörst, du kannst wirklich ausprobieren, die entfalten und einfach herumwechseln in allen Bereichen, wie es gefällt. Und einfach ausprobieren. Und das ist eh das Wichtigste, gerade für die Jugendlichen, dass sie einfach probieren können, sagen können, ich teste das einmal an, ist das was für mich? Spiegelt das meine Persönlichkeit wieder? Kann ich mich damit identifizieren oder ist das was, dass ich einfach gleich wieder vergiss und sage, da gehe ich nicht wieder hin? Bei den Treffpunkten das ganz Gleiche, sei es der Skaterplatz, wo man sie immer getroffen hat nach der Schule, oder eben bei uns im Jugendzentrum, man kommt einfach zusammen, tauscht sie aus und das ist eben das extrem Wichtige, dass man dann nicht allein gelassen wird, weil man schafft es dann trotzdem irgendwie eine Gruppierung zu finden, wo man sagt, da kann ich einen Anhalt finden. Und das ist das Gleiche im Online auch. Mittlerweile auch als Frau
kannst im Gaming-Bereich auch einen Anschluss finden. Da gibt es halt eine Discord-Gruppe, wo man gemeinsam was spielen kann und einfach zusammenkommt. Und das ist allgemein eine interessante Entwicklung, die man bei uns ganz gut beobachten kann, dass der Frauenanteil auf der Bühne vorhanden ist, in jedem Genre auch, und das vor allem auch bei den Besucherzahlen merkt man mittlerweile, es ist eher so ein 60-40 Ausgleich, dass eigentlich auch mehr Mädels kommen, auch zu den wilderen Veranstaltungen, gerade im Metal-Bereich, spannend, weil das früher doch noch ein bisschen seltener war und natürlich hat es die Frauen gegeben, aber halt nicht so stark vertreten. Mittlerweile gibt es eigene Bands, die fast nur Mädels ziehen, wo eher die Burschen schon in der Unterzahl sind. Und sei es der Rockbereich wie 30 Seconds to Mars oder sonstiges, da wird im Publikum eher der weibliche Anteil vertreten sein. Und das ist eben wirklich ganz spannend zu beobachten. Und da gibt es halt zu jedem Genre diese Untergruppierungen halt nochmal, wo es dann nochmal vertieft wird eben. Das ist eben, wie gesagt, beim Rock, und dann habe ich halt wieder Untergruppen, das sind dann eher die für die Mädels. Da gibt es halt was, das ist eher für den Goth-Bereich, eher was für den Breakdance, für den Metal-Bereich, kann man das alles halt noch ein bisschen spannender beobachten. Und bei uns gibt es eben auch eben diese Breakdance-Gruppe, die ist, also seit einem Jahr sind sie ungefähr 10 bis 15 Leute, die eigentlich jede Woche kommen. Früher hat das eigentlich angefangen mit einem Tanztrainer, der einfach gesagt hat, kommt vorbei, wenn ihr Lust habt. Das war eh mit den Four Elements und Movement-Leuten gemeinsam. Und die kommen wirklich zum Abdancen. Und was da so spannend eben auch ist, du hast den Battle-Charakter, aber auf einer freundlichen Basis. Es ist ein Unterstützen. Und dann macht jemand einen Move. Und das ist aber dann wirklich, wo man sagt, es ist empowernd, es ist bestärkend, wo man wirklich sagen kann, okay, hey, jetzt habe ich was Neues von dir gelernt und das baue ich auch mit ein. Es ist dieses gegenseitig auch was zeigen, was Neues lernen und nicht dieses Fertigmachen, wie es in den 90ern gegeben hat mit Eastside, Westside und nur Krieg, das es zum Teil in Österreich auch ein bisschen gegeben hat in der Hip-Hop-Szene-Kultur. Ursprünglich kommt der ganze Hip-Hop ja aus Linz mit dem Capo zusammen und der Band Dexter, die ja doch allgemein immer geschaut haben, dass sie sich gegenseitig bestärken. Und eben auch schauen, dass sie sich gegenseitig weiterbringen. Und das sehe ich gerade bei unseren Jugendlichen auch, weil da sind verschiedene Altersgruppen dabei und da schaut man, dass niemand auf der Strecke bleibt, dass man einfach sie unterstützt und sagt, hey, du, probier das nochmal, das hat gerade nicht gut ausgeschaut, dreh dich mal in die andere Richtung, vielleicht tust du dann leichter. Und auf einmal haut es hin und es ist die größte Freude und man sieht den Spaß in den Augen und das Leuchten und es ist unglaublich cool zum Anschauen, dass da einfach diese Unterstützung einfach kommt und das von mehreren Altersgruppen, die sie zusammenfinden und das nicht nur die 16-Jährigen, sondern die 11-Jährigen genauso mitnehmen. Und was mir da dazu nur kurz einfällt, weil ich vorher gesagt habe, dass für Szene so History ein bisschen wichtig ist. Also ich habe ein paar Mal jetzt einen Dienst gehabt, wo die Gruppen eben da waren und da waren am Anfang halt wirklich die ganz Jungen da und dann sind die Älteren dazugekommen. Aber die sind sich gerade, was die musikalische Untermalung betrifft, sind die sehr geschichtsbewusst, die hören fast nur Oldschool-Hip-Hop, wenn's breaken. Oder Soul-Geschichten, so Soul-Dance-Geschichten. Da kommt kein einzig, also da war keine einzige Nummer, glaube ich, jünger als 1999, die die gespielt haben. Ja, da kommt kein Battle-Rap, da kommt kein Deutsch-Rap drin vor, dieser ganze Gangster-Rap, den man so aus der Berliner Szene erkennt. Die sind sich, was das betrifft, sehr der Geschichte und der Historie bewusst, was für Musik da dazugehört, damit man das umsetzen kann, was mich sehr fasziniert hat, ja, muss ich auch sagen. Weil das klingt jetzt natürlich arrogant aus der Sicht des Erwachsenen, ich hätte mir das vor einem 12-Jährigen nicht gedacht, dass der so in der Szene schon drin ist, habe ich großartig gefunden, ja, muss ich ganz ehrlich sagen. Genau. Und ich glaube, dass das einfach eben dieses ganze Umfeld ist, dass sie einfach eben über die Generationen so mitnimmt, dass man das einfach automatisch schon weitergibt. Und das ist gerade bei uns eigentlich in allen Genrebereichen eben wirklich das A und O, wo man wirklich sagt, ich gebe mein Wissen weiter, ich behalte es nicht nur für mich, sondern ich sage Nummern von einer Zeit her, die neuen Jugendlichen zum Teil noch gar nicht kennen, die sagen, das war alles vor meiner Zeit. Aber habe ich noch nie gehört, hatte letztens das Thema mit Roxette und auf einmal alle schwerst begeistert, wie toll diese Band ist
die vorher noch schwerst unbekannt für alle Beteiligten war. Und es ist auch sehr lustig. Und das ist in allen Genres querbeet eben durch. Und ja, ich sehe gerade, ich habe jetzt eigentlich sehr schnell geredet. Philipp, möchtest du noch was ergänzen? Bist du schon fertig? Ich bin prinzipiell so mal du, fertig. Ist grundsätzlich auch okay, dann haben wir noch 20 Minuten Fragerunde. Was ich noch so dazu sagen kann, weil du eben die Battle weißt, also die Kutte erwähnt hast, das ist mir natürlich vorher in meinem Vortrag in der Schnelle der Theorie, das ist natürlich schon so ein Ding, an dem man Metal ganz klar kennt. Das sind eben diese klassisch, kommt eigentlich aus der Biker-Szene, diese abgeschnittenen Jeanswesten, wo dann im Patch ist, also Aufnäher von diversen Bands drauf sind. Und wo man schon ganz klar damit ausdrücken kann, was für eine Richtung man abreferiert. Ja? Also das ist, irgendwer hat das einmal verglichen, weil es ganz wichtig ist ja, dass man einen riesen Backpatch hat. Ja? Also es muss ein zentrales Hauptmotiv am Rücken drauf sein. Das ist das, was quasi so das rundherum definiert und auf was sie am meisten steht. Das sollte so die Grundidee dahinter sein. Gibt es mittlerweile natürlich auch andere Ansichten, aber das wäre so das Klassische. Es ist ein bisschen wie bei Hunde. Ja, wenn man auf so ein Event kommt, ich sage das jetzt absichtlich ironisch, man schaut dann einmal am Rücken, ja, was hat der so und wie tut der, und dann kann man überlegen, ob man mit der Person ins Gespräch kommt, ja, oder mit ihr. Kann man immer wieder ganz gut auf kleineren Festivals beobachten. Ja. Bin ich selber nicht anders, interessiert mich natürlich auch, was die Leute so tragen und was sie machen. Weil wenn der jetzt, ich weiß nicht, ich sage jetzt auch blöd, wenn der jetzt drei Badges von einer Nazi-Black-Metal-Band drauf hat, wird er wahrscheinlich heute nicht mehr mein Freund werden. Ja. Aber vielleicht kommen wir dadurch in eine spannende Diskussion, ja, in der wir Szene wiederherstellen, um auf das Theorie-Konstrukt da wieder zu verbinden. Ja. Weil es mich natürlich dann schon interessiert, hört er die Band, jetzt hat er das drauf, weil er provozieren will, steht er nur auf die Musik, teilt er auch die Ideologie der Band. Ja. So gesehen, um ein spitzes, krasses Beispiel wieder darzustellen. Ja. Oder im besten Fall weiß ich, ja, das ist halt eher ein Mainstream. Die Person ist eher Mainstream-Typ anhand der Dinge oder die beschäftigt sich sehr mit Underground. Ja. Und natürlich muss das auch nichts mehr heißen. Ich kann mir so ein Ding auch im Internet zusammenstellen lassen. Ja. Klar, das sieht man dann aber meistens auch, weil die Sachen anders aufgenäht sind. Ja. Die hat dann keiner mit der Hand aufgenäht oder auch natürlich näht auch mal die Mama oder die Oma Patches auf. Ja. Das war bei uns ja nicht anders, wie wir klein waren. Aber man sieht grundsätzlich schon, ob die selbst gestaltet ist und wie sie organisiert ist oder nicht. Und das sagt natürlich auch ganz viel über die Person aus. Ja? Also da kann man schon aufgrund von dem, was da nach außen tragen wird, ganz viel für sich mitnehmen und weiß, wo man sie verortet. Ja? Deswegen so als ganz wichtiges Symbol oder Kultcharakter ist das natürlich die Kunden, wenn man Metal rein. Ne? Also wir haben zum Beispiel auch wirklich Näh-Workshops gehabt, wo es wirklich darum geht, seine eigene Kutte zu gestalten. Und selbst Patches raufzunähen. Das ist nicht einmal die Mama, die Oma, die Schwester, der Papa raufnäht, sondern wirklich mal selbst als wirklich ein persönliches Erstellen, damit das Ganze noch ein bisschen spezieller ist und einfach mit der Hand raufnähen oder mit der Maschine, um nochmal zu zeigen, ich habe alles selbst gemacht und identifiziere mich komplett mit dieser Kutte. Und da ist es dann auch witzig. Da haben wir tatsächlich einen viel größeren Burschenanteil gehabt, die plötzlich beim Näh-Workshop sitzen und sich daran beteiligen, was auch einfach einmal ein anderes Bild war als sonst bei den normalen Näh-Workshops. Ja. Haben wir natürlich gleich super als Diversity-Gender-Workshop verkauft, dem Förderer gegenüber. Nein. Aber es war natürlich spannend zum Sehen, weil die Szene natürlich schon noch immer sehr männerdominiert ist. Ja, da wollte ich nämlich fragen, wie schaut das aus? Weil du hast vorher schon gesagt, es gibt bei den Konzerten 60-40 ungefähr, aber prinzipiell ist es eher so, bei Metal sind mehr... Ist ein maskulin dominiertes Genre, würde ich jetzt ganz ehrlich so sagen. Ja. Also das kommt schon aus die 80er und von diversen Bands, die teilweise schon diesen Männlichkeitscharakter schon fast ins Parodistische überinterpretieren. Also ich sage jetzt einmal Männer war, ja, die halt alle geölte Conan-Figuren sind. Ja. Und das hat schon einen sehr, sehr großen. Also da gibt es auch interessante Studien auch zum Thema Gender, Role Models und so weiter und Transgeschichten im Metal. Ja. Also, aber noch eine Frage nämlich gleich. Robert Walser hat da zum Beispiel, der hat schon in die 80er Jahre was drüber gemacht. Da geht es halt vor allem viel über die Glam-Metal-Szene damals, weil das halt so das ganz Klassische war, wo Männer auf einmal ausschauen wie Frauen auf der Bühne mit Hoch, du bitte, Haar. Und da hat das, er fängt damit an und geht dann aber in die Neuzeit.
Und das ist schon ein sehr spannendes Thema, also wie da Identität hergestellt wird, ja. Jetzt auch über Gender Fluid zum Beispiel, ja. Da wird sicher in den nächsten Jahren, weil das beschäftigt sich noch nicht so lange damit, aber ich hoffe, dass da noch einige spannende Studien rauskommen. Also die Susanne Schakel-Scharif hat eben schon sowas in die Richtung geschrieben, die Sarah Czarka in Wien hat, glaube ich, auch zwei Arbeiten schon drüber gemacht. Die findet man übrigens ziemlich alle, zumindest die Essays von der Sarah findet man im Netz, wenn man es googelt. Ja? Und Czarka schreibt man mit C-H-A-C-K-E-R, glaube ich. Ja. Sonst schreib es einfach vielleicht in den Chat rein. Cool. Das wäre super, weil dann. Also wenn man sich da interessiert, bei der kann man auf jeden Fall. Die macht da teilweise, ich glaube, die hat sogar freie Vorlesungen, die im Netz verfügbar sind auf YouTube. So, gibt es eigentlich was. Feministischen Metal? Das war für mich auch eine Frage eigentlich. Also gibt es sowas? Gibt's so, oder ist das noch gar nicht so? Also das würde mich interessieren, weil du bleibst ja vorher geredet und dann ist mir das eingefallen, das muss man aufschreiben als Frage. Wisst ihr das? Gibt es sowas oder ist das noch nicht so? Ute, ich schreibe gerade, sag du mal was und dann sag ich was. Ja, also vielleicht gibt es das und ihr wisst es nicht, das ist ja wurscht, aber ich wollte nur prinzipiell, war das für mich jetzt gerade, ist mir als Frage aufgekommen. Gibt es schon auch sehr wohl, also es ist allgemein, so wie es eben politischen Metal gibt, wo man seine Statements abgibt zum Thema Umwelt, Frauenrechte, überhaupt Rechte allgemein, gibt es das schon. Oder überhaupt, was wir zum Teil auch viel haben, gerade aus dem japanischen Raum, sind diese ganzen nicht nur female fronted, also nicht nur mit Sängerinnen, sondern allgemein nur frauenbesetzte Bands. Okay. Das wird immer mehr, einfach um zu zeigen, hey, wir Frauen können das auch, wir sind genauso stark, wir können genauso auf der Bühne herumgrölen und abgehen wie die Männer. Und da dieses ganze Thema einfach ein bisschen mehr aufgreifen und zu sagen, einfach, das geht auch. Und traut euch und versteckt euch nicht hinter jemand anderem, sondern ihr könnt genauso in der ersten Reihe vorne stehen und mit Headbangen und nicht nur irgendwie herumtanzen. Ihr könnt alles tun, was euch gefällt und wo ihr den Spaß dran habt. Und das ist gerade im Metal-Bereich am Wachsen, sage ich. Also das sieht man ja in den letzten Jahren, dass es mehr wird. Und nicht nur einfach die Frau, die einfach auf der Bühne steht und schwerst sexualisiert wird. Also da kommt einfach mehr Bestärkung dazu mittlerweile. Okay. Es gibt übrigens, weil du das gefragt hast, ja, es gibt ganz aktuell, die macht allerdings, Achtung, und jetzt für alle nicht so eingeweihten, Bestial War Metal. Das ist ein Untergenre von Black Metal. Da gibt es ein All-Women-Project aus Holland. Ich kann es aber nicht aussprechen. Das ist irgendwas mit X-I-I-X-X, keine Ahnung. Ja? wenn es Finn Schick ist, dann hat er gerade das mitschicken. Die hat feministische Themen. Also die macht eindeutig sehr männlich konnotierte Musik, weil das sind einmal ja, wilde Raufbolde, sage ich jetzt einmal, die so Musik machen. Und die trat es eindeutig um und hat also Feminismus und da ist Satan eine ganz eindeutige Frau zum Beispiel. Also die spürt da sehr mit diesen Klischees, das ist schon ziemlich cool. Eigentlich. Aber die ist jetzt auch der Pandemie geschuldet, vermutlich, weil da hat man dann auch, naja, da ist halt viel auch so One-Schichten, One-Person-Geschichten ausgekommen, weil die Leute daheim gesessen sind und Musik gemacht haben und aufgenommen haben. Und die ist in der Szene aber super angekommen. Ja. Und vorher noch zur Frage wegen dem 60-40, gell? Weil da waren so ein bisschen, also das ist schon sehr auffällig, es sind auf jeden Fall mehr Frauen, nicht nur in Bands, sondern im Publikum und klassisch war es halt früher auch in den 90ern und das sage jetzt nicht nur ich, das ist, sagen auch wissenschaftliche Leute, das ist nicht nur Erfahrungsbericht, waren es halt meistens die Freundinnen von den Musikern oder es war die Sängerin oder die Keyboarderin, die halt irgendwie mitdürfen hat, ja, so. Und das hat sich schon sehr umdreht. Also das ist schon so, dass ganze Frauengruppen einfach selbstbewusst zum Konzert gehen, weil sie auf die Musik stehen und da gar keine Männer dabei brauchen, um den Genuss zu haben. Und das hat sich schon sehr emanzipiert und etabliert mittlerweile. Das fällt schon auf. Aber auf 50-50 sind wir auch noch immer nicht. Ja? Außer wie die Ute gesagt hat, bei diversen Bands. Ja? Ich haue jetzt einmal wahrscheinlich Alcest in den Raum, ja? Um die Ute zu ärgern. Da ist der Frauenanteil vermutlich bei 90-10. Ja? Würde ich jetzt einmal behaupten. Ja, jetzt hast du jetzt gesagt, was heißt Alcest? Was ist das? Nein, Alcest ist eine Band. Ah, okay. Das ist eine Band. Und da ist natürlich, wenn die was spielen, also da weiß ich auch, wenn die zum Beispiel was Support oder Headliner sind, da kann sein, dass sich das Publikum austauschen wird im Vergleich zur anderen Band. Weil einfach diverse dann lieber draußen stehen und reden, während die Band spielt und andere feiern das ab und da ist dann der Frauenanteil einfach deutlich höher. Ne? Und das hat jetzt gar nicht damit zu tun, dass die irgendwie als, Achtung, ich bediene es natürlich ein Klischee, ja, weiblich konnotierte Musik machen würden, die irgendwie lieblich klingt oder sonst irgendwie.
Keine Ahnung, warum das so ist. Das spricht einfach anscheinend eher Frauen an. Ist ja okay so. Und gut so. Ja. Als Französisch singen. Zum Teil. Also du greifst jetzt nochmal in die Klischeekisten als ich, gell? Ich weiß, das war die Absicht dahinter. Wenn du schon vorlegst. Ja. Fragen von euch. Also all jene, die jetzt da schon gespannt zuhören, eigentlich, wir haben schon 50 Minuten, hören bei euch jetzt zu. Und es ist bis jetzt noch keine einzige Frage aufgetaucht. Wenn ihr Fragen habt, dann stört es bitte jetzt. Jetzt habt ihr die Chance dazu, Ute oder Philipp zu fragen, wie es denn so in der Metal-Szene ausschaut oder irgendwie vielleicht Statements abgeben. Vielleicht schreibt es rein, in welcher Jugendszene wart ihr oder seid ihr noch immer? Könnte auch sein, es wäre auch spannend von mir, irgendwie einmal zu sehen, wo seid ihr daheim oder was habt ihr bei euch in euren Einrichtungen? Was habt ihr da für Jugendszenen oder Jugendkulturen? Oder ihr hört es einfach weiter zu und wir reden weiter. Ja. So. Jetzt kommen die Fragen schon hinein. Sehr gut. Und zwar Manga und Anime. Ja, das ist auch so eine Szene, die wahrscheinlich bei euch auch immer wieder auftritt im Explo. Gell? Aber warum ist das Explosiv eigentlich ein Metal-Ort? Wie kam es dazu? Ist eine Frage. Ja, das ist, ich beantworte gleich einmal. Also das kann natürlich auch der Romeo, der drin sitzt und das schon viel länger macht als unser Booker. Das hat sich so entwickelt. Das hat sich irgendwie einfach so über die Jahre entwickelt. Also es kommt natürlich schon, dass der René mein Vorgänger als Geschäftsführer, der halt Mettler war. Und der Romeo ist eher die Bankseiten. Aber irgendwie ja, aber wie lange gibt es das Explo jetzt schon? 1988. Okay. Man muss auch dazu sagen, dass das Explosiv ist auch gegründet worden als ein Ort ohne Konsumzwang, der für die Subkulturen da ist, wo es in dieser Form gerade eben in dem Metal-Punk-Bereich nicht so viel abgedeckt hat. Da war eben das Explosiv wirklich einmal Ort für diese Jugendlichen, die sonst einfach keinen wirklichen Treffpunkt da gehabt haben und dass sie dort einfach zusammenfinden haben können. Romeo, magst du was sagen? Ja, und zwar in den, hört sie mich? Ja, sehr gut. Ach, super. In den 90ern und Anfang 2000er bis Mitte 2000er Jahr war der Punk eher mehr dort verortet als der Metal-Bereich. Da hat es viel mehr Punk-Bands gegeben und da war die Punk-Szene in Graz eigentlich fast die stärkste damals in Österreich gesehen. Also da waren die Wiener hinterher und auch die Linzer, die in den 80er Jahren sehr weit voraus waren, die Linzer-Szene. Die Wiener Szene war damals ein bisschen neidisch auf Graz, immer zurück aufgeschaut auf uns, weil wir viel Bands gehabt haben, einen guten Ort gehabt haben, wo man spielen hat können. Und die Szene sehr bunt durchgemischt war. Und der Frauenanteil war eigentlich auch immer 60-40, haben wir dann auch schon 90er und 2000er Jahre gehabt. Also das hat sich jetzt nicht viel verändert, obwohl immer sagen wir es auf der Bühne sehr wohl. Da gibt es jetzt viel mehr Frauen, vor allem im Metal-Bereich. Das hat es damals schon weniger gegeben, das habe ich schon auch selbst beobachtet. Aber im Bankbereich war das schon immer so, dass auch Frauen viel mitgemischt haben in der Organisation, dass Konzerte organisiert worden sind und auch selbst in Bands gespielt haben. Ne? Also oder Fanzines gemacht haben oder was auch immer. Also da war die Szene auch von den Frauen sehr aktiv mitgestaltet im Bankbereich. Das war schon seit den 80er Jahren eigentlich so. Die ganze DIY-Szene hat ja, ich bin seit 79 jetzt dabei im Bank. Und ja, habe das sehr mitverfolgen können, wie das eigentlich immer schon da war, wo die Weiblichkeit stark rausgekommen ist, auch schon Ende der 70er Jahre, auch mit der Vivian Westwood modemäßig, die da mitgemischt hat bei den Sex Pistols und wo auch viele Frauen dabei waren, wo X-Ray Specs zum Beispiel in London oder die X aus Los Angeles, da hat es jede Menge Bands gegeben, die halt mit Frauen an vorderster Front oder einem X-Ray Specs war, glaube ich, auch bereit in Frauenband. Ja, danke. Danke, Romeo. Das war spannend, finde ich. Ja, okay. Ja, ich bin quasi halt viel Bescheid, weil ich halt schon seit 79 dabei bin. Ja, da könnten wir vielleicht sogar mal eine Extra-Stunde machen, ha, Romeo. Ich wollte gerade sagen, das wäre Auflog für die nächste Logoverse. Könnte man gern machen, bin ich gut dabei. Sehr gut. Ja, zurück zu Ute und Philipp. Gibt es Fragen? Dann bitte rein in den Chat oder entmutet euer Handy oder was auch immer. Ich hab nur kurz eine Frage. Da steht jetzt von der Elisabeth Bein, sagt Manga und Anime. Ist das eine Frage? Ist das eine Feststellung? Ist
Eigentlich, mit dem habe ich schon tun, also mit so Szene und dass das halt immer mehr kommt. Und bei uns in Kommersleum wird das auch total viel angeboten in unserem Jugendzentrum. Okay. Da gibt es richtige Nachmittage, eben, wo sie sich treffen, wo sie zeichnen, wo sie alles, was das anbelangt, sich mit dem beschäftigen. Also da hat sie auch so ein Kranzl gebildet, würde ich sagen. Und das ist einfach auch dass eben dieser Zusammenhalt, wo man eben was findet, was, an, was für den Menschen gemeinsam Spaß macht einfach. Voll. Aber da sieht man auch, wie wichtig jetzt ein Jugendzentrum zum Beispiel ist, um sowas, einen Raum, einen Treffpunkt oder einen Raum zu geben, wo man sich einfach dem widmen kann und seiner Szene oder seinem Ding halt seine Vorlieben freuen kann. Genau. Also ich finde das total spannend, weil wir alle mal jünger waren und ich war immer im Jugendzentrum und das gibt es jetzt noch. Jetzt bin ich schon und das gibt es trotzdem noch und das finde ich so toll, dass das am Leben erhalten wird und dass es da dann doch irgendwo die Stadt schafft, das so also finanziell zu unterstützen. Es ist jetzt hergerichtet worden, sie haben neue Proberäume und so und das ist voll toll, dass man das jetzt in meiner Tätigkeit an Jugendliche weitergeben kann, eben die, was, wo ich früher halt irgendwann mal dazugehört habe und das ist belässig, ja, wenn man das so verfolgen kann. Ist ja gerade bei uns mit dem ganzen, sage ich mal, Kunstschwerpunkt eben das, wo man sich halt wirklich auch in ganz viel verschiedene Richtungen entfalten kann, eben sei es vom Zeichnen, vom Tanzen, vom selber Singen, Musizieren, wo man halt einfach gerade bei uns im Jutz auch einfach ausprobieren kann. Und wenn ich einfach sagen will, ich will einfach mal losschreien und einfach mal grölen probieren, dann sagen wir, gut, geh mal in die Halle, kannst da ganz allein rein und dann schreist du mal los, es wird dir jetzt einmal keiner hören, probierst einfach einmal, wenn du dich daheim nicht traust, dass die Nachbarn und die Mama mithört, alles einfach einmal zum Ausprobieren und das ist eben das, was das bei uns auch einfach jetzt immer sehr, sehr interessant macht, dass man eben auch durch die verschiedenen Räumlichkeiten viel probieren kann. Einfach diesen Raum zu geben, denke ich mal, das ist ganz wichtig in eurer Arbeit. Ich bin ja in der einzelmobilen Tätigkeit unterwegs, aber diesen Raum zu geben, dass man weiß, dass ein Mensch, mit denen kann ich mich unterhalten. Da gibt es Menschen, die verstehen mich, da gibt es Menschen, die geben mir vielleicht mehr Input, wenn ich irgendwo Fragen habe. Und deswegen finde ich das ganz wichtig, eben dieses Angebot, das ihr da habt, finde ich lässig. Ja. Das wäre eh so. Also ich habe ja früher zwischendurch was anderes gemacht. Ich war 10 Jahre in der Produktion schon und habe aber eigentlich so mit dem Sozialbereich angefangen, indem ich ein Praktikum in einem Jugendzentrum gemacht habe, nämlich dort, wo ich gearbeitet habe. Aber ich gewohnt habe damals noch in Murek. Und wo ich ja genau gesehen habe, wie das so, was ich Explorer jetzt macht, wie das so hergestellt wird. Man hat dann einfach diesen Raum, man hat da Gruppen, die sich interessiert und der Flo, der mittlerweile beim Dachverband der Steirischen Jugendzentrum der Chef ist und damals quasi mein großes Vorbild war. Hat das schon sehr gut erkannt und hat einfach jetzt nicht nur, wir haben nicht nur Events organisiert, sondern wir haben den Jugendlichen auch selber einfach eine Kohle in die Hand gedruckt oder eine Möglichkeit gegeben, selbst zu organisieren. Dann hat man nämlich no mehr Benefit quasi, wenn man halt die Möglichkeiten hat, ja, als Jugendzentrum das so zu schaffen, dass man sich gleich selbst die Sachen herstellen lässt, ja, weil das natürlich noch ein ganz anderer Impact ist. Was man da lernen kann, was man dafür für sich mitnehmen kann, wenn man schon diese Erfahrungswerte in den Möglichkeiten und doch im geschützten Rahmen eigentlich kriegt, ja. Da könnte man, glaube ich, noch länger reden. Dann, ja, aber auf jeden Fall. Ich sehe immer dann den Blick zu haben, noch auf die Uhr, noch irgendwo. Wir sind ja gern immer per E-Mail erreichbar, wenn irgendwelche Fragen sein sollten. Also gerne einfach mal melden. Sehr cool, danke. Ja, es ist 10:01. Also solltet ihr noch etwas Wichtiges besprechen wollen oder wenn ihr noch eine wichtige Frage habt, dann rein in den Chat oder entmutet euch und quatscht es noch. Katharina. Frage. Ja, hello. Ich habe mich jetzt auch gefragt, wenn man ein paar von meinen Jugendlichen auch eingefallen hat, kommt man zu euch auch mit, was nicht, jetzt 3, 4 Jugendlichen auch kommen und bei irgendwas auch mitmachen? Sicherlich, gerne. Also wir sind zum Beispiel in Fronleiten und so und die Sachen, die ich jetzt so erzählt habe, weil ja, also es sind halt dann immer so Einzelne und die dachte es dann, glaube ich, fanden das sehr cool, die Sachen, die ihr anbietet. Cool, also wir haben die ganzen Workshops, die wir so machen, sind eh regelmäßig auf der Homepage, auf der Website und unseren sozialen Medien. Das wirst du wahrscheinlich eh verfolgt haben. Ja, gern. Genau. Also das ist nicht nur, wir sehen uns eh für die ganze Steiermark eigentlich zuständig, was sowas betrifft. Ja, und der tut uns gut an, wenn wir live von auswärts auch kommen. Lässig, merke ich mal. Sonst noch Fragen, Statements, dann bitte rein in den Chat oder entmutet euer. Ja, hallo. Hallo Philipp. Hallo Philipp, hallo.
Mich würde es interessieren, was es für neue Entwicklungen so gibt in der Szene, in der Metal-Szene, in der Steiermark vielleicht oder Österreich. Ich bin ja von den flexiblen Hilfen in Leimitz und ich hoffe immer, dass ich einen Jugendlichen kriege, der Metal hört. Leider vergebens. Ja, also in Leimitz glaube ich nicht, dass die Szene sehr vertreten ist. Gell? Und ja, ich weiß nicht, vielleicht weißt du da mehr, Philipp oder Ute. Trends, ja, da werden wir bei Facts und Trends und das ist auch die Wissenschaft. So, Ute, hast du einen Plan? Steiermark mit den jungen Bands? Wie gesagt, das ist allgemein sehr, sehr genreübergreifend. Also auch gerne immer wieder auf unserer Homepage schauen oder auf unseren Facebook-Social-Media-Accounts. Wir haben sehr viele Sachen eben mit den jungen Bands. Am 1. oder 2. Oktober war die Geschichte mit 4 Metal-Bands, die alle Einflüsse aus anderen Musikrichtungen gehabt haben, wo es sicher auch für einen Rap-Fan einmal interessant ist, eine Metal-Band anzuhören, wo man vielleicht einmal einfach ein paar Brücken überspannen kann. Was kurz einmal weniger war zum Beispiel, oder ein bisschen zurückgegangen ist, war Symphonic Metal. Ich meine, ist recht stark vertreten in der Steiermark, ist aber spur zurückgegangen. Mittlerweile kommen gerade wieder frisch neue Bands raus, eben alles female-fronted mit Frauen am Keyboard und am Gesang mit eher Opernstimmen in diese Richtung hin und einfach klareren Gesängen gemischt mit auch Growls und einfach wilderen Einflüssen. Und ich glaube, dass das allgemein diese ganzen Szene-Verschwimmungen eben, diese Crossover-Sachen und so einfach viel mehr werden wird, dass man da auch tatsächlich auch gerade mit Jugendlichen, die man halt vielleicht schon hat, dass man gar keinen mehr suchen muss, trotzdem einfach diesen Bogen spannen kann und sagen kann, hey, hören wir uns mal was gemeinsam an, wie siehst denn du das, weil du stehst auf Rap, ich stehe auf Metal, taugt uns das oder gefällt uns das gar nicht? Die 90er wäre das einfach gewesen, dann hätte man Such a Search gehört. Die haben beides verbunden. Genau. Aber ja, aber was mir aufgefallen ist, gerade bei diesem Abend mit den Jungen, also bei Next Generation Sounds, es war schon alles, es war jetzt keine genuin neue Musik, die da jetzt kreiert worden ist, sondern es war ein Revival von was schon da war. Und das ist ja überhaupt nichts Schlechtes, weil im Endeffekt, es gibt ja die Ansicht, jedes Riff oder jede Melodie ist schon einmal gespielt worden. Aber es war halt spannend zu sehen, dass das Revival jetzt nicht das betrifft, was so in der großen Metal-Szene in den letzten Jahren war, weil da ist es ganz wieder zum klassischen 80er-Metal zurückgegangen. Grosso modo, mit ganz vielen jungen Bands, die teilweise aus der Hardcore-Szene kommen und jetzt aber so eine Musik machen, das ist ja auch spannend. Sondern das war wirklich so ein Revival auf Ende 90er, Anfang Nullerjahr. Ja? Also da waren halt wirklich zwei Bands. Die eine klingt so wie halt das, was man unter New Metal versteht, Slipknot, Limp Bizkit, und die andere hat wirklich sogar mit deutschen Texten, wirklich, die haben mich voll und Such a Search erinnert aus den 90er. Also und das kommt anscheinend bei den Jungen wieder, ich sage anscheinend, weil das sind jetzt natürlich auch nur Momentaufnahmen. Und grosso modo, so nicht nur Steiermark, sondern ein bisschen weltweit gesehen, ist es schon, ist viel klassischer 80er-Sound gerade wieder da. Also Philipp, alles, was du kennst, was irgendwie nach Iron Maiden klingt, ist gerade wieder voll da. Ja? Manowar-Bands sind wieder voll da. Also das ist schon sehr interessant. Und da kommt jetzt nichts mehr, gerade nichts Neues mehr aus. Ne? So war zum Beispiel Black Metal jetzt in den letzten Jahren schon ein bisschen die Speerspitze war, was wirklich arge, krasse und auch neue Musik gebracht hat, die halt super dissonant ist. Ne? Steht gerade und jetzt ist wieder das komplette Revival. Thrash-Metal. Thrash-Metal klingen junge Bands wieder wie Exodus 1989, ne? Zum Beispiel. Spannend. Ja, das wäre mir nicht aufgefallen. Ich meine, dass die Genres, die Subgenres verschwimmen, das ist ja schon eine Entwicklung gewesen, die gibt es ja schon länger, gell? Ja, wie gesagt, ganz spannend. Ja. Also das wäre mir nicht aufgefallen jetzt, dass es wieder ein bisschen eine Rückgesinnung gibt, sozusagen in den 80er-Jahr-Metal-Sound. Ja. Okay. Ja, danke. Ja. Ja, danke auch für die Frage, Philipp. Es ist jetzt bereits 9:55. Ah, ja, passt, 9:55. Gibt es noch ein Statement, eine Frage von euch? Ich will euch nicht länger aufhalten. Diejenigen, die gehen, sollen bitte einfach den Raum verlassen. Schön, dass ihr da wart. Und danke fürs Zuhören und Zuschauen. Wir sehen uns hoffentlich morgen. Na, morgen ist Samstag. Wir sehen uns am Montag wieder. Danke, Ute, und danke, Philipp, für diese informative Stunde. Echt. Und ja, schaut rein auf die Explos-Seite www.explosiv.at. Genau. Und ja, wir wünschen euch noch einen super schönen Tag. Ich beende nur kurz die Aufzeichnung.